Wir beginnen heute in der Rückenlage. Nimm dir dafür deinen Yoga-Bolster oder eine dicke Decke und leg dich ganz entspannt mit dem Rücken darauf ab. Wenn du eine Decke verwendest, achte darauf, dass auch dein Kopf noch darauf abliegen kann. Bring dann hier die Fußsohlen aneinander, lass die Knie locker nach außen sinken und leg die Arme ganz entspannt am Boden ab. Handinnenflächen zeigen nach oben. Schließ hier die Augen und ein paar tiefe, ruhige Atemzüge. Sollte dir das mit den geöffneten Beinen zu unangenehm sein oder vielleicht sogar ein bisschen schmerzhaft, kannst du natürlich die Beine gerne auch einfach ganz locker ausstrecken. Spür, wie sich dein ganzer Körper entspannt. Jede Ausatmung immer mehr. Lass einmal die Anspannung des Tages komplett von dir abfallen. Bring hier langsam die Knie wieder zusammen oder winkel die Beine wieder an. Greif mit den Händen in deine Kniekehlen oder an die Oberschenkelrückseiten und roll dich dann vom Kopf beginnen langsam wieder zum Sitzen auf. Komm in einen bequemen Schneidersitz hier. Und zieh den Rücken mal richtig lang. Richtig gerader, lange aufgerichteter Rücken bis in den Nacken, bis zum Scheitel nach oben in die Länge ziehen. Und die Schultern entspannen. Und dann streck von hier die Arme nach vorne aus. Zieh die Schultern zuerst nach unten. Und schieb sie dann zurück richtig ins Schultergelenk rein und öffne sie dann zur Seite. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme weiter nach oben. Verschränk hier die Finger ineinander, Handinnenflächen drehen nach oben zur Decke und zieh dich richtig lang für 3 tiefe Atemzüge. Mit jeder Einatmung wieder nach oben ziehen, noch länger werden. Und ausatmen, Schultern wieder entspannen. Einatmen, nach oben ziehen, Länge, Länge, Länge. Und ausatmen, Schultern entspannen. Letztes Mal, einatmen lang. Und dann löse hier die Hände auseinander und mit der Ausatmung dreh dich zur rechten Seite. Bring die linke Hand aufs rechte Knie oder den rechten Oberschenkel. Rechte Hand hinter dir zum Boden in eine schöne kleine Drehung rein. Zieh die rechte Schulter aktiv etwas mit nach hinten, sodass sich der Brustkorb noch mal ein bisschen öffnen kann. Und auch hier bleib mal im Rücken wieder ganz lang, ganz gerade. 2, 3 tiefe, genüssliche Atemzüge. Und dann lass hier die linke Hand, wo sie ist. Zieh mit der nächsten Einatmung den rechten Arm
Rücken dann über hinten nach oben und beug dich dann mit der Ausatmung zur linken Seite, so weit wie es geht. Achte darauf, dass dein rechter Arm gestreckt bleibt, bis in die Fingerspitzen ganz lang. Und auch hier wieder tief durch die Nase atmen. Und einatmen, wieder nach oben ziehen und langsam lösen. Und dann noch einmal, bring die Arme nach vorne, zieh die Schultern nach unten, schieb sie nach hinten, zur Seite ausbreiten und einatmen nach oben. Noch einmal die Finger ineinander verschränken, Handflächen zeigen nach oben, 3 tiefe Atemzüge. Einatmen, ganz, ganz lang werden. Und ausatmen, Schultern entspannen. Einatmen, Länge. Und ausatmen, locker. Und noch einmal einatmen, lang werden, ganz bis nach oben ziehen und dann lösen. Ausatmen, kleiner Twist zur linken Seite. Linke Schulter zieht wieder aktiv mit nach hinten. Auch die rechte Schulter. Brustkorb öffnet sich. Rücken bleibt lang. Achte darauf, dass dein Gesicht ganz entspannt bleibt. Dein Kiefer ganz locker gelöst. Und dann bleibt hier die rechte Hand wieder in Position. Linker Arm zieht einatmend über hinten nach oben. Und dann ausatmend zur rechten Seite beugen. Achtung, linker Arm bleibt wieder gestreckt. Bis in die Fingerspitzen. Und 2, 3 tiefe Atemzüge hier. Und einatmen, wieder nach oben aufrichten und ausatmen, locker lösen. Roll hier noch ein paar Mal die Schultern zurück und nach vor. Und dann komm hier in einen Vierfüßlerstand auf deine Matte. Bring deine Hände unter die Schultern, die Finger sind ganz weit aufgefächert, weit gespreizt, Knie sind hüftbreit geöffnet. Wir gehen in einen kleinen Katze-Kuh-Flow rein. Mit der nächsten Einatmung lass den Rücken sanft durchsinken, zieh dein Steißbein und deinen Scheitel weit nach oben. Und ausatmen, roll dich langsam in einen schönen tiefen Katzenbock. Einatmen, wieder öffnen, Steißbein und Scheitel ziehen nach oben. Und ausatmen, roll dich aus der Hüfte raus, Wirbel für Wirbel zurück. Zieh das Kinn zum Brustkorb, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen, aus der Hüfte nach innen rollen. Einatmen, komm wieder in einen neutralen Vierfüßler und dann schieb dich zurück auf die Fersen, Position des Kindes, Balasana. Leg deine Stirn sanft auf der Matte oder alternativ auf deinen Händen ab. Wichtig ist, dass der Kopf irgendwo abgelegt ist, damit sich deine Nackenmuskulatur und Schultern entspannen können. Und dann zieh dich hier für einen Moment ganz zurück. Lass alles um dich herum los. Komm wieder ganz bei dir selbst an.
Mit der nächsten Einatmung roll dich wieder langsam auf, vier Füße. Stell hier die Zehen auf. Und ausatmen, schieb dich nach oben in einen herabschauenden Hund. Bring hier ruhig einmal etwas Bewegung rein. Abwechselnd die Beine beugen, vielleicht den Kopf ein paar Mal von Seite zu Seite drehen, was immer sich hier für dich gut anfühlt. Versuch wieder Länge im Rücken zu kreieren. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Hände und Fingerspitzen sind ganz fest in der Matte. Und mit der nächsten Einatmung hebt dein rechtes Bein gestreckt nach oben. Und ausatmen, noch einen großen Schritt nach vorne an den Mattenrand. Neben deine rechte Hand. Und dann lass dich hier mal tief reinsinken in einen schönen Hüftöffner. Wir bleiben hier etwas in Bewegung, was immer sich für dich gut anfühlt. Kleine wippende Bewegungen von Seite zu Seite oder vor und zurück. Fühl hier ganz in dich rein, was deine Hüfte, dein Körper hier braucht. Auch hier tiefe Atemzüge. Und durch die Nase ruhig ein- und ausatmen. Dann bring deine Hände wieder fest auf die Matte. Mit der nächsten Einatmung schieb dich wieder zurück, rechtes Bein noch einmal nach oben. Und ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein, einatmen, weit nach oben. Und ausatmen, Schritt nach vorne. Wenn du nicht auf Anhieb nach vorne kommst, dann hilf hier einfach ein bisschen mit der Hand nach. Völlig in Ordnung. Und auch hier nochmal 4-5 tiefe Atemzüge, ein bisschen in Bewegung bleiben. Schau wieder, was sich für deinen Körper richtig und gut anfühlt. Letzter tiefer Atemzug hier. Und dann wieder einatmend, linkes Bein hoch. Und zurück in den herabschauen. Von hier bring dann die Knie zum Boden. Und schieb dich zurück auf die Fersen in einen Fersensitz. Und von hier streckt dann die Beine nach vorne aus. Die Füße sind aktiv geflext, also die Zehen ziehen Richtung Körper. Beine entweder gestreckt oder gerne auch leicht angewinkelt. Achte darauf, dass du mit beiden Sitzhöckern fest auf der Matte bist. Und einatmen. Zieh noch einmal die Arme nach oben, den Rücken in die Länge und ausatmend, komm aus der Hüfte nach vorne in eine tiefe Vorbeuge, Paschimottanasana. Leg die Hände auf den Knien, Schienbeinen oder Knöcheln oder gerne auch neben den Beinen auf der Matte ab. Achte darauf, dass deine Schultern ganz locker, ganz entspannt sind. Dein Nacken ist lang, Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule, also wir lassen ihn nicht komplett nach unten hängen. Seine ziemliche Belastung für die Nackenmuskulatur, aber achte auch darauf, dass du ihn nicht zu sehr verkürzt, sondern zieh ihn hier richtig schön lang. Drei tiefe Atemzüge hier bleiben. Vielleicht spürst du, wie dein Körper mit jeder Ausatmung mehr loslassen kann.
mich mehr entspannen können. Mit der nächsten Einatmung wandere dann mit den Händen zurück, richte dich langsam wieder auf und dann komm von hier in die Rückenlage auf deine Matte. Stell hier noch einmal die Beine auf, bring die Fersen circa so nahe an die Hüfte, dass du mit den Fingerspitzen an deine Fersen greifen kannst. Die Arme und Hände sind neben dem Körper fest auf der Matte und die Füße sind hüftbreit geöffnet. Die Knie sind über den Knöcheln und dann mit der nächsten Einatmung heb deine Hüften langsam von der Matte ab in eine kleine Schulterbrücke rein. Und mit der Ausatmung wieder langsam ablegen. Und einatmen, wieder erst die Hüfte aufrollen und dann Wirbel für Wirbel von der Matte lösen. Und ausatmen, wieder umgekehrt Wirbel für Wirbel auf der Matte ablegen. Noch einmal einatmen. Achte darauf, dass deine Knie nicht auseinanderfallen, sondern über den Knöcheln bleiben. Und ausatmen. Wieder zurück. Jetzt langsam wieder ablegen. Und dann zieh von hier noch einmal die Knie zum Brustkorb. Greif mit deinen Händen auf die Knie oder Schienbeine und zieh dann hier noch einmal weite Kreise. Gönn deinem Rücken, vor allem deinem unteren Rücken, eine kleine Massage. Zwischendurch die Richtung wechseln. Vielleicht auch in eine liegende Acht übergehen, also mit den Knien eine liegende Acht in die Luft zeichnen. Und dann leg dich hier noch einmal ganz entspannt am Rücken ab, in Shavasana. Streck die Beine aus, lass die Füße locker auseinanderfallen, bring die Arme ein Stück weit weg vom Körper, noch einmal mit den Handinnenflächen nach oben zeigend zur Decke und schließ noch einmal für einen kurzen Moment die Augen, spür etwas nach, spür wie sich Entspannung und Ruhe in deinem Körper ausbreitet. Dann hier noch einmal richtig lang, wenn du magst. In die Länge ziehen, richtig durchstrecken, alle Muskeln aktivieren. Und komm dann langsam wieder hoch zum Sitzen. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.